Hallo und willkommen bei Whisky Waiter. Ich bin heute bei einer Brennerei, die ich bis jetzt noch nicht so häufig auf dem Tisch hatte. Umso mehr freue ich mich, dass ich heute auch mal eine ältere Abfüllung dieses Whiskys probieren kann. Ich serviere euch heute einen Craig Ellachie 23 Jahre. Ja, kam jetzt irgendwie vor kurzem neu in die Shops, dadurch bin ich auf die aufmerksam geworden. Hab jetzt im Nachhinein festgestellt, der wird batchweise abgefüllt, das heißt, es gibt ihn wohl relativ regelmäßig, aber dann immer mit variationsweisen Batch-Abfüllungen. Also mit abwechselnden Batches. Sie schmecken nicht immer gleich, sie variieren immer ein bisschen. Das wollte ich sagen. Gut, 23 Jahre alt, eine Mixtur aus First Fill X Bourbon-Fässern und First Fill X Sherry-Fässern. Was für Sherry-Fässer, weiß ich leider nicht. Abgefüllt ist der Whisky in Trinkstärke mit 46%. Und ist nicht gefärbt und nicht kühl gefiltert. Ich habe hier das Batch Nummer 4.6501. Müsste damit das ganz aktuelle Batch sein. Hoffe ich zumindest. 23 Jahre alt. Und ja. Craig Ellachie ist bekannt dafür, dass der Whisky über Warm Tubs oder Tubs, gekühlt wird und dadurch ein ganz spezielles Aroma bekommen soll. Beziehungsweise das Destillat dadurch abgekühlt wird. Ich muss gestehen, mir sagt gerade noch nicht so richtig, was das sein soll. Ich habe mich jetzt auch bewusst nicht eingelesen. Weil ich erstmal mich dem Whisky widmen wollte, bevor ich mich jetzt irgendwie spoiler, was für Aromen das hervorbringen soll. Ich bin leider noch nicht bei Craig Ellachie gewesen, das macht es aber gerade total spannend für mich, die Brennerei vielleicht irgendwann mal zu besuchen und zu sehen, wie funktionieren diese Warm Tubs überhaupt. Warm Tubs. Also was mir auffällt, sind schöne Karamellnoten mit so einer leichten Kruste oben drauf, also wie so ein Karamellpudding, Creme Brûlée mit einer flambierten, karamellisierten Kruste oben drauf. Leichte Röstaromen. Könnten auch so ein bisschen gebrannte Mandeln sein. Einen Hauch Schokolade. Und ansonsten gerade eher verhalten für mich. Ein bisschen nussig, finde ich. Ich überlege, ob der ganz leichten Rauch hat. Ich glaube nicht. Also dann schon eher irgendwie deutlich Barrel-Char. Diese Karamellnote, die wird jetzt auch ein bisschen heller, ein bisschen fruchtiger. Geht in Richtung Vanille, Ananas, Pfirsich. Und so eine ganz leichte Kräuternote habe ich mit dabei. Aber so frische Kräuter, also wie so ein dekorierendes Minzblatt.
kaum wahrnehmbar im Geschmack, aber man riecht so ein bisschen die Frische. Zum Wohl. Geschmacklich merkt man auf jeden Fall, dass der länger im Fass gelegen hat. Er hat eine ordentliche Holznote, die nicht unangenehm ist, die nicht bitter wirkt, sondern er hat einfach ordentlich Holz abbekommen. Das ist tatsächlich wie so ein Holzscheit, was man sich mal kurz in den Mund legt. Ich würde schon fast in Richtung ein bisschen nassem Holz gehen. Dazu ein bisschen was Moosiges, aber auch wieder die Röstaromen. Die Ananas, vielleicht ein bisschen auch Banane, aber ich bleib eher bei diesem geröstete Mandel, geröstete Karamell, Ananas, sowas in die Richtung. Aber deutlich Holz. Die Nase ist ein bisschen cremiger geworden nach dem ersten Schluck. Jetzt habe ich doch wieder den Karamellpudding, den ich vorhin dann irgendwann verloren hatte, jetzt ist er wieder da. Also so eine richtig schöne Crème Brûlée. Alkohol ist hervorragend eingebunden, geschmacklich super weich und angenehm auf der Zunge. Schönes Mundgefühl, trotzdem eine schöne Würzigkeit, Karamellnoten bleiben. Bisschen was Nussiges, ich bleibe auch hier bei den Mandeln oder vielleicht auch geröstete Erdnüsse. Die Holznote war jetzt beim zweiten Mal schon noch deutlich da, aber hat einen Ticken nachgelassen. Ja, also ein, wie ich finde, leckerer Whisky, definitiv, macht wenig verkehrt, eigentlich gar nichts verkehrt. Man muss natürlich auf holzlastige Whiskys schmecken, das mag nicht jeder, das ist auch nicht mein Fall, jeden Tag. Das ist immer so ein bisschen tagesformabhängig, heute finde ich es okay. An anderen Tagen stürzt mich vielleicht ein bisschen mehr, wie gesagt, heute geht's. Aber man muss es auf jeden Fall mögen. Für mich ist der Whisky grundsolide und lecker, dafür stimmt für mich aber der Preis nicht, der Preis liegt bei 250 Euro plus. Gut, leider liegen 23 Jahre alte Single Malts inzwischen bei solchen Preisen, aber mir ist das zu teuer für das, was er geschmacklich bietet. Er ist sehr gut, er ist lecker in vielen, vielen Punkten. Er hat schöne, klare Aromen, er hat ein schönes Geschmacksprofil, er hat ein schönes Mundgefühl, er hat gut eingebundenen Alkohol in der schönen Trinkstärke, aber nichts, was für mich einen solchen Preis rechtfertigen würde, außer eben eines Alters, was inzwischen halt oft seinesgleichen sucht, aber nee, also es gibt meiner Meinung nach wesentlich bessere Whiskys für wesentlich weniger Geld. Klar, wenn ich total auf Alter stehe und wenn ich auf diese deutliche Holznote durch eben lang fassgreifenden Whisky stehe, dann muss ich eben Geld in die Hand nehmen, aber auch dann gibt es meiner Meinung nach günstigere Alternativen. Wenn ich den Preis ausblende, ist es ein leckerer Whisky. Nicht mehr, nicht weniger. Ich finde ihn gut, ich finde ihn lecker, ich würde ihn jederzeit wieder trinken. Ich müsste aber auch keine ganze Flasche davon haben, selbst wenn der Whisky nur die Hälfte kosten würde oder noch weniger. Gut. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Würde mich total interessieren, was ihr zu dem Whisky sagt.
Habt ihr den schon probiert? Wie findet ihr ihn? Wie unterscheiden sich vielleicht die Batches, wenn ihr verschiedene probieren konntet? Auch das würde mich total interessieren. Haut's mir gerne in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich über einen Like und ein Abo des Kanals total freuen. Wünsche mir sehr, dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin. Ciao.